denn? Mach weiter. Fuck, fuck, fuck. Das verdammte Arschloch. Guck dir das an, wie geil ist das denn? Da hinten gibt's einen riesen Spielplatz. Ey, das ist der absolute Wahnsinn. Ich hab das Gefühl, wir sind angekommen. Irgendwie Déjà-vu-mäßig. Genau so muss sich das anfühlen. Und, nehmen wir sie? Du meinst ungesehen? No risk, no fun. Mensch, was sagt eigentlich die Bausenatorin, wie es weitergeht? Ja genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es war ein schwieriges Gespräch. Hm. Ich habe wirklich alles versucht, um sie von Ihnen und unseren Plänen zu überzeugen, aber sie steht hinter Olaf Brock. Was hat diese Frau eigentlich für ein Problem? Das Konzept ist gut und niemand kennt Axels Vision besser als ich. Sie zweifelt an einer erfolgreichen Umsetzung, aufgrund ihrer Erfahrung. Ja, meiner fehlenden wohl eher. Und du konntest gar nichts tun, um sie vom Gegenteil zu überzeugen? Nein. Vielleicht hättest du dir mehr Mühe geben müssen oder länger mit ihr reden sollen. Also ich bin mir ganz sicher, Tarek hat sein Bestes gegeben. Tachchen. Na, wie läuft's denn so? Vorsichtig. Nicht so kleckern. Sonst verbrennt sich noch einer. Dankeschön. Frag weiter. Geht doch. Sag mal, geht's noch? Mit dir redet keiner. Hey, hast du eine Sekunde? Nein, hat er nicht. Alter, kannst du deiner Loser-Schwester mal sagen, sie soll sich raushalten? Was willst du? Dicker, wegen gestern. Es war nur ein Joke, okay? Ja, würde ich mich hier zum Deppen machen, würdest du auch abfeiern. Soll heißen? Soll heißen, du lässt den Scheiß jetzt sein und kommst mit uns brunchen. Die anderen warten schon im Club. Alter, das sind Sozialstunden, ich kann hier nicht einfach weg. Wieso? Weiß doch keine Sau, ob du wirklich hier warst. Na, er muss sich ja beim Einsatzleiter an- und wieder abmelden. Die hat echt kein Leben, oder? Also, lass jetzt. Du kannst jetzt nicht gehen. Da kriegst du Ärger mit Mama. Und mit der Polizei. Heul doch. Sag mal, Klartext, Digga, was kostet die Bude? Ich hab keine Ahnung, 500.000 oder sowas? Der Wagen kostet auf jeden Fall 150. Ich hab Vladi noch gefragt, ob er mir eine neue Anlage einbaut. Die kostet ungefähr 10. Digga, was hast du gesagt? Eine halbe Million? Ja, wieso? Hier steht eine Million. Verarsch mich nicht. Guck mal da. Scheiße, ich hab völlig vergessen, nach dem Preis zu fragen, Mann. Wie viel habt ihr noch? Uns fehlen 50.000 oder sowas. Kannst du mir die leihen? 50.000? Woher denn, Mann? 50 Euro, ja, aber ich bin nicht reich, Dicker. Dann muss ich Vladi absagen. Dann bring halt gleich den Wagen zurück. Spinnst du, Alter? Das ist meiner. No way. Digga, Bude oder Wagen, beides geht doch nicht. Siehst du doch, Rocco. In deinem Büro. Und dann ist er auch gleich wieder abgehauen. Ey, typisch Kessler. Aber ich kapiere echt nicht, wie du dich wieder auf die einlassen kannst. Es sollte nur ein Essen werden und ein paar Drinks. Oh Mann, die wusste, dass du was von ihr brauchst, also hat sie ein Spiel rausgemacht. Es war eine einmalige Sache und der Sex war gut, also was soll's. Na, wenn er gut war, hat Jenny ja Glück gehabt. Vorsicht. Hat sie eigentlich noch was gesagt oder gleich einen Stuhl geworfen? Es war ihr völlig egal, okay? Sie hat gesagt, ich kann vögeln, mit wem ich will. Echt jetzt? Was soll das denn jetzt heißen? Ach, nichts. Ist egal. Hat sie zu dir was gesagt? Oh nein, aber... Ha! 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 Ich muss los. Heute Abend noch ein Bier? Sicher, dass du nicht lieber was klären solltest? Ja, wo ist denn das Problem? Ey, du hast mit Jenny geknutscht und fast auf dem Küchentisch gevögelt und ein paar Tage später legst du deine Ex flach vor ihren Augen. Meinst du wirklich, das ist ihr egal? Das hat sie sogar wortwörtlich gesagt. Genau, und wenn Frauen sagen, ist mir egal, dann meinen die das auch so. Jenny und ich sind Kollegen. Alles andere wäre auch Quatsch. Ich meine, sie und ich, das sind zwei völlig verschiedene Welten. Zwischen Jenny und mir wird nie was laufen. Ich brauche jemanden auf Augenhöhe.